Heute ist Klauenpflege angesagt. Nicht bei allen gleichzeitig, machen jeden Abend 3 Schafe. Und dazu hole ich die halt hier in die Ecke, so wie die Morven sich jetzt hier schon hinstellt. Und die bleiben auch stehen bei der Klauenpflege. Also wir setzen unsere Schafe nicht auf den Hintern. Das hat den Vorteil, auf den Hintern setzen, dass sie sich halt nicht wegbewegen können. Aber wir sind der Meinung, dass wir da auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Und die werden da auch für belohnt. Die bekommen dann leckere Pellets. Und deshalb finden die das mega toll, hier zu stehen. Und das ist so schnell gemacht. Also das ist jetzt auch kein großer zeitlicher Mehraufwand, das im Stehen zu machen. Aber viel respektvoller. Ja. Und die kennen genau die Ecke hier. So, los geht's. So, und ich verwende einmal die Klauenschere, aber ich arbeite auch super gerne mit dem Messer. Und dann stelle ich mich hier hin und nehme mir halt den Fuß hoch, während die Gabi vorne für ein bisschen freundliche, wie sagt man? Leckerlis. Es gibt einfach was Leckeres zu essen. Eine freundliche Beschäftigung. So, genau. Und dann nehme ich mir seinen Fuß hoch. Ich habe da auch eine schöne Lampe für. Und dann kann ich mir seine Klaue in Ruhe angucken. Die sieht ziemlich gut aus. Ein bisschen schneide ich an den Rändern nach. Ich zeige euch das mal, wenn das geht. Also die überstehenden Ränder, die schneide ich halt bei. Und das ist aber ruckzuck gemacht. Ja, auch hier. Und hier vorne gehe ich dann mit der Klauenschere kurz dran. So. Dann schneide ich noch ein bisschen bei. Aber das sieht schon gut aus. Und hier ist auch ein bisschen, das muss immer so, dass da eine feste Verbindung ist. Also da dürfen keine, das darf nicht, da darf keine Lücke zwischen sein. Hier ist das noch ein bisschen. Aber das sieht ziemlich gut aus. Das kann man auch mit einer Bürste wegmachen, aber da ist so wenig dran, dass ich da jetzt nicht groß mit Bürste arbeiten muss. Mhm. Und da ist auch ein bisschen, da kann man das gut sehen, das muss schön runtergeschnitten werden, dass es fest verbunden ist, die umgebende Haut zu dem. Und dann hier genau das Gleiche. Ist gut, Schatz. Jetzt kommt halt die Zeit, es ist alles nass draußen und da muss man besonders auf die Klauen achten. Wenn es trocken ist, ist das in der Regel nicht so ein Problem. Und jetzt noch das letzte rein. Hat mich ganz schön reingelegt, ne? Hat mich ganz schön reingelegt, du. Hä?
Und immer wieder sind Zaungäste dabei, die sich mal überzeugen wollen, dass das hier auch alles ordentlich gemacht wird, ne? Also man kann nicht sagen, dass der Bilbo jetzt nach der Fußbehandlung irgendwie keine Lust mehr hätte, hier in der Ecke zu stehen. Nee. Und mein kleiner Elrond. Nee, jetzt ist die Morven dran, großer. Ja. Sieht gut aus. So. Junge Frau, einmal. Mm-hmm.